Jetzt fahren wir mal eins weiter und gucken, ob da Fahrgastwechsel stattfindet. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ich würde ganz gerne mit meinem Thema weitermachen. Weil ich fand das eigentlich ganz interessant. Und es kommt selten vor, dass ich was interessant finde. So, dann müsste jetzt das Gelb sein. Ja, dann passt das ja. Wollen jetzt hier 14 Leute aussteigen. 3 und 14 raus. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Bug gefunden, aber ist ja egal. Da steigt doch kein Schwein aus. Naja, ist ja egal. Habt ihr die steigen ein? Guten Tag, die Dame. So, dann steppen sie mal ganz kurz ab. So, nächster bitte. Hallo. Sorry, aber ich hab noch Bug. Oh, das ist ja tragisch. Das tut mir ja leid. Bip, ein Ticket bitte. Guten Tag, die Dame. Guten Abend. Kann ich hier auf Abfahrtszeit warten müssen oder so? Mist. Nee, eigentlich ja nicht. So. Genau, Let's Plays intensiv erleben, bla bla blub, anders erleben, also das ist so ein Let's Play, wenn wir hier haben, so ein Laber-Let's Play, nächstes Mal in Anführungsstrichen, mit wenig Inhalt, ja, es ist eben sehr stark über die Persönlichkeit geprägt, der dem das spielt, weil du hörst den halt in, ne, was mal 95% der Zeit, quatschen, ne, es gibt Leute, die sehen das anders, die brauchen das nicht und die wollen das auch gar nicht so haben, das habe ich schon sehr oft an sehr vielen Stellen lesen müssen. Aber das ist einfach eine andere Meinung, einfach eine andere Einstellung zu dieser Art Format auf YouTube, ne? Diese Art Format Let's Play an sich. Gibt es ja verschiedene Einstellungen dazu, wie man das sieht. Und ich gehöre eben zu der Art Menschen, die gerade in so einem Let's Play, was so zum Laber-Let's Play einlädt, auch einfach quatschen, weil man einfach vielleicht noch was zu erzählen hat, weil man vielleicht auch mal nichts zu erzählen hat, mal hier einen Witz, mal hier einen Spruch, weil... Man, für alles andere könnte ich mir das Spiel selber in die Hand nehmen. Wenn der mal ab und an einen kleinen Kommentar abgibt, dass wir hier rechts abbiegen müssen und da vorne grün ist, warum schaue ich mir das dann an? Da kann ich selber mir in Omsi dem Bus die Karte schnappen und das machen. Gut, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich kurz die Strecke in einem Gameplay anzuschauen, aber dann schaue ich mir das nicht an, das skippe ich da mal kurz durch. Ist die Karte vielleicht was für mich? Möchte ich die auch fahren? Möchte ich die auch vorstellen? Keine Ahnung. Aber... wirklich Let's Plays, die man sich anschaut, um eben unterhalten zu werden, um irgendwie, keine Ahnung, den Nachmittag zu verbringen oder den Abend, keine Ahnung, mal eine Folge am Abend, so weiß ich ja nicht. Gibt ja verschiedene Arten von Konsumenten. Da ist es eigentlich, finde ich, wichtig, dass man unterhalten wird. Und das passiert halt dadurch, wenn derjenige, der da ist, sich mit dir unterhält als Zuschauer. Nee, keine Ahnung, so habe ich das eben, so empfinde ich das. Das ist bei so einem Laber-Let's Play eben auch ganz wichtig, dass eben der Typ einem halbwegs sympathisch ist und auch eben das quatscht, was man halbwegs hören möchte. Wenn nicht, dann ist halt blöd, ne? Aber dann sucht man sich halt jemand anders, ne? Aber deswegen werde ich auch nicht von meinem, das hört sich wahrscheinlich voll arrogant und ekelhaft an. Deswegen werde ich mir auch treu bleiben und nicht anders machen, weil meine Fans das lieben. Nein, Quatsch. Also das war jetzt überzogen. Bitte beachten Sie, dieser Kommentar war, leicht ironisch durch den Kakao gezogen und spiegelt nicht meine wirkliche Persönlichkeitshaltung wieder. Nee. Aber ich werde davon einfach nicht abrücken, weil das eben die Art und Weise ist, in der ich. Also der echte Meinung bin, dass Let's Plays stattzufinden haben. Und man macht das ja, weil man. Keine Ahnung, weil man das zum einen gerne so machen würde, wie man das eben gerne machen würde. Sehr sinnvoller Satz. Und auch keine Ahnung, so auch machen würde, wie man das gerne sehen würde. Und ich würde nicht gerne sehen, wie einer unkommentiert eine. 1-Stunden-Linie in Ormsee fährt, das ist ja stinkelangweilig, das kann ich erstens selber machen. Ja, ne, keine Ahnung. Gerade so alle Sachen, die ja kein klassisches Gameplay haben, dann muss es ja irgendwie anderen Sinn haben. Guten Tag. Ich hätte gerne ein Ticket. Ja, ich hätte gerne ein Ticket, das ist ja schön. Ne, und deswegen, weiß ich nicht, reagiere ich jetzt zwar nicht allergisch auf Leute, die der Meinung sind, das gehört nicht so, aber ich denke mir einfach, ja, das ist einfach so, da wird es auch nichts dran rütteln. Das bleibt alles so, wie es ist. Nee, so in der Art. Ist es vielleicht ein bisschen überzogen dargestellt, aber du suchst ja den Menschen ja aus, bei denen du schaust, anhand von verschiedenen Kriterien. Und die, die hier bei mir halt mehr oder weniger gerne gucken, die werden das entweder so auch gerne mögen oder die haben sich einfach damit abgefunden, dass es so ist. Keine Ahnung. Aber ja, genau, ne? Deswegen ändere ich da auch nichts dran, weil dann bin ich ja in dem Moment jemand komplett anderes, der komplett das Gegenteil macht. Da gibt es aber andere, die das schon machen. Also dann guckt er einfach bei denen, ne? Dann,
ich muss ja auch nicht, man muss auch generell, wenn man irgendwas macht, musst du ja auch nicht jedem und alles gefallen, weil es auch manchmal einfach komplett konträre Ansichten gibt, wie was zu funktionieren hat. Sei es in der Politik so, sei es ganz woanders so. Es gibt zu allem sehr oft zwei komplett gegensätzliche Meinungen, wie das zu funktionieren hat, in dessen Kopf. Und deswegen kannst du es einfach nicht schaffen, beide zu machen. Deswegen gibt es einfach ein breites Angebot. Da kann sich jeder das aussuchen, was er gerne möchte. Und wer hier nicht zufrieden ist, der kann gerne gehen. Ich zwinge keinen hier zu bleiben. Und auch wenn ich, weiß ich nicht, ein 8-Minuten-Video machen, warum der Livestream abgesagt ist. Leute, ihr braucht euch das nicht angucken. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren, was da passiert ist, die sich zum einen vielleicht ein bisschen den technischen Hintergrund, gut, ist so ein bisschen her jetzt das Thema. Also ist egal, es gab mal den März-Livestream, genau, der ausgefallen ist. Und ja, kam mal ein langes Video, warum. Gibt natürlich die Arten von Menschen, die einfach nur sagen, okay, Livestream ist ausgefallen, reicht mir an Info, tschüss. Die können dann den Titel lesen, kurz reinhören und wieder gehen. Es gibt so viele andere Sachen auf der Welt, die du tun kannst nebenher oder auch stattdessen. Ist ja nicht irgendwie so, dass es hier, keine Ahnung, Staatsfernsehen ist, Zwangsgebühren braucht. Nee, keine Ahnung. Das, wo du früher quasi mehr oder weniger da gezwungen warst, aus zwei Fernsehprogrammen und einem dritten vielleicht noch dir dein Abendprogramm zurechtzuschustern. Das heißt, man hat ja so unglaublich viele Möglichkeiten, sich Sachen anzuschauen. Und ja, warum dann hier verweilen, wenn es Alternativen gibt, ne? Also zwingt ja niemanden, ne? Exakt so, das spiegelt eigentlich so meine Meinung wieder. Für die, die es eben interessiert, die das gerne wissen wollen, für die ist ja dieses Angebot da. Mehr als ein Angebot ist das auch gar nicht mit den Videos hier. Es ist einfach nur ein Angebot für mich. Ihr macht das gerne. Ich quatsche ein bisschen gerne was dazu. Ich zeige euch gerne Spiele. Ich zeige euch gerne neue Karten, Busse, bla bla blub. Mache ich gerne. Und indem ich das nicht nur für mich mache, sondern auf YouTube stelle, ist das einfach nur ein Angebot an euch, sich das anzuschauen. Mehr ist das nicht. Keine Ahnung, sonst würde ich Clickbait machen und Kackdrecks-Ding-Zeug, so, ne? Also keine Ahnung, bei so Chaoten-Projekten finde ich es eigentlich ganz witzig, die Titel manchmal so ein bisschen reißerischer zu machen, wo dann vielleicht mal einer irgendeinen Satz gesagt hat, wo alle drüber gelacht haben. Daraus dann eben vielleicht ein Wortwitz und ein überzogener Titel raus zu synthetisieren. Ja, das riecht voll wie so ein Gymnasiast, Alter. Synthetisieren, das laber mal nicht so, ne? Das versteht da keiner, schon abgehoben, bla. Ja, nee, es fiel mir nur gerade so ein, das hat ganz gut gepasst, dann einen guten Titel rauszulesen und, oh, wir müssen anhalten. Ne, das macht manchmal auch ein bisschen Spaß, aber ansonsten versuche ich halt eben, das alles recht neutral zu halten, wie ihr vielleicht gesehen haben. Mögt's, wie sitzt denn? Entschuldigung, es sind keine 17 Menschen. Guten Tag. Aber hey, so. Also so viel zu dem Thema, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, guten Tag, ein Ticket bitte. Wenn es was ist, wo ich an einer Stelle vielleicht ein bisschen unfähig bin, keine Ahnung habe, dann natürlich gerne her damit, her mit den Infos in den Kommentaren, möchte ich gerne wissen. Dann kann ich das da ändern, dann kann ich das anders machen das nächste Mal, weil ich einfach Bescheid weiß. Also gerade so Sachen von Ahnungslosigkeit, aber wenn es halt irgendwie um Stil oder sowas geht, hat man halt auch einfach auf YouTube die freie Auswahl zu sagen, nö, das gefällt mir nicht, das schaut lieber jemanden anders, ne? So, zapp die du, weiter geht's. So ein bisschen muss man, hätte man noch sagen dürfen hier da in dem Land. Das muss man wohl noch sagen dürfen hier offen, ohne dass du gleich, keine Ahnung. Ja, klar darf man das offen sagen. So, haben wir das abgehakt. Was ich auch interessant finde, ist, ich habe einen Artikel gelesen neulich. Boah, das Themenjumping des Todes, gell? Aber ich habe einfach, ich habe das in letzter Zeit gelesen und fand das ganz interessant. Und zwar eben über dieses YouTube-Fernsehen in Amerika. Also generell das meiste, was halt YouTube so neu probiert, wird halt sowieso erstmal in Amerika getestet, weil das halt eben einfach so ist. Und da habe ich eben gelesen, also eigentlich wurde das Ganze eben mit Pay-TV ist in Amerika recht teuer. Also generell Fernsehen ist in Amerika sehr, sehr teuer. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist so. Stand da drin. Quelle der Artikel. Nee, Quatsch. Also war halt schon ein recht seriöses Printmagazin. Ja. Also ich habe das nicht in dem Internetforum gelesen.
So, auf jeden Fall ging es darum, Pay-TV in Amerika recht teuer. Und ja, ne, dass YouTube jetzt eben auch in Amerika mit einem Pay-TV-Angebot an den Start kommen soll. Was ich, ja genau, also das soll auch ganz in Form von so Streams und sowas stattfinden, die sollst du dann überall empfangen können, vor allem natürlich bevorzugt auf Mobile Devices und nicht im klassischen Fernsehen. Aber alles eben nicht als Video on Demand, wie jetzt eben vielleicht diese YouTube Originals, die ja produziert worden sind, diese YouTube-nahen, von YouTube in Auftrag produzierten Clips, die es mit YouTube Red gibt. Gibt es immer noch, ich wollte es gerade gegeben hat sagen, aber es gibt es ja immer noch. Ja, ne? Nur merkst du halt, in Deutschland nicht so viel davon, aber ist ja egal. So, also das ist auf jeden Fall hier, da zahlst du, glaube ich, $35 im Monat, was für TV recht günstig ist in Amerika anscheinend. Das ist ja hier bei uns nicht so, dass er Pay-TV, wenn man sowas braucht, generell Fernsehen, wenn man sowas braucht, recht günstig. Außer diese Zwangsgebühren, boah. Das war jetzt ein ironischer Kommentar auf die Leute abzielen, die das kritisieren, bla bla. Gut, ich will jetzt keine grundsätzliche GEZ-Debatte anfangen. Ist auch jetzt Rundfunkbeitrag. ist jetzt nicht Thema. Auf jeden Fall YouTube, Pay-TV-Angebot. Und die haben das dann natürlich darüber informiert, was da Neues gibt. Hier die bla bla Sender, da kommen die Inhalte und auch alle YouTube-Red-Inhalte sollen da eben auch gesendet werden, also sie sollen auch Teil davon sein. Und der Großteil des Artikels ging gar nicht um die Tatsache, dass es dieses Pay-TV-Angebot gibt, sondern einfach um die Tatsache, dass YouTube anscheinend, das war jetzt kein fundierter Hintergrund, dass mal irgendein YouTube-Chef gesagt hat, sondern es war eben einfach nur Sachen, die jetzt da rausgelesen haben, dass YouTube jetzt eben immer mehr versucht, oder dass YouTube generell oder auch Google der Meinung ist, dass Werbung jetzt nicht die Zukunft ist. Was, finde ich, erstmal ein recht harter Satz ist, weil YouTube seit 10 Jahren ausschließlich so funktioniert und immer noch sehr knapp an dem überhaupt an dem gewinnrentablen Punkt steht. Also soweit ich weiß, also für 2015 hatte ich da mal Zahlen, dass die da auf jeden Fall immer noch rote Zahlen geschrieben haben. Dass YouTube bis 2015 einschließlich immer nur rote Zahlen geschrieben hat. Also nie Gewinn abgeworfen hat. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht.